Hallo und herzlich willkommen zurück zu Control. Ich bin Mr. Gaddafi, euer Let's Play in Canadian und oh mein Gott, war hier viel Stuff. Wir sind in der eingestürzten Abteilung. Hier ist offensichtlich ein Stück des der Isolationsabteilung runtergestürzt und ein paar Leute haben hier offensichtlich auch überlebt, Schaden genommen. Und das könnte ein Grund für neue Zischer auf jeden Fall sein. Dass die Zischer sozusagen mit denen mitgekommen sind. Allerdings ist ja immer noch die Frage, sind die Zischer dafür verantwortlich, dass der Astralriss entstanden ist und hier alles den Bach runtergeht? Oder ist das einfach ein dass das zufällig miteinander einhergeht. Dass das Zischen hierfür gar nichts kann und einfach die Chance nutzte, wenn es schon mal ins Fundament kann, dass es das ja noch tut. Haben wir hier noch irgendwas in der unteren Etage? Hier ist Licht. Licht ist mein Zeichen. Ja, da haben wir noch was. Auf die Wand. Hallo. Versteckter Ort. Baby. Wer hat sich denn hier versteckt? Warte mal. Warte mal, das ist eine Zelle. Das ist eine... Ist das unsere Zelle vom Anfang? Die zweite Katze gefunden erstmal. Ist das unsere Zelle vom Anfang? Wo das Poster, das Loch hinter dem Poster, das Loch in der Wand hinter dem Poster versteckt? Oh, das muss ich mir nochmal anschauen. Und irgendwer beobachtet uns hier halt. Ruhe. Ah, oh, das finde ich gut. Das finde ich richtig gut. Und dahinter war die zweite Katze. Ich weiß nicht, wie viele Katzen es gibt, aber... Das ist so gut! Gut, zweite Ebene. Gucken wir, ob hier noch irgendwas Spannendes ist. Da hinten ist einfach auch wieder ein Büro beleuchtet. Die Büros sind auch echt einladend. Okay, du kannst dich die Wände teleportieren. Das ist eine besondere Fähigkeit, die nur besondere Ranger können. Upsala. Warum ist eigentlich da Licht? Ich bin jetzt verleitet, wirklich jede Wand hier einzuschlagen. In der Vermutung, dass hinter der... Wand etwas ist. Ach, guck mal, das Zischen. Zeit für Applaus. Da hören wir es mal wieder. Haben wir schon lange nicht mehr gehört, das Zischen, oder? Ich meine, ist auch ganz schön. Das mal wieder zu hören. Vermisst man ja auch irgendwann ein wenig. Wer arbeitet denn hier in solchen... Also in einige der Büros kommst du einfach gar nicht rein. You're listening to America Overnight. Now in its 29th year. Or is it? It is, don't worry. Tonight, we're discussing thrift store oddities and one-of-a-kind finds. Peggy's on the line from Biloxi. She and her husband found a beautiful Himalayan salt lamp at a garage sale. Tell us about it, Peggy. I'd heard of salt lamps, you know. Those glowing rocks you plug in. They're supposed to release negative ions. Clear the air? I got one. Only $4, and I put it in our living room. I thought it would look nice there. It gives the whole room this look.
lovely orange glow. Now, this is usually when the call takes a turn. It's my husband. When he's in the living room, he won't take his eyes off the lamp. He's obsessed with it. If I turn it off, he gets so upset. He says it needs to stay on no matter what. Last night, I woke up at 3 a.m. He wasn't in bed. I found him in the living room staring at the lamp. He was smiling. His eyes were open, but I thought he might be sleepwalking, so I shook him. He just kept smiling at the light. Then he started to speak. He said, every time a reflection reflects itself, it gets a little greener. I've read that. And then he turned to me. He was still smiling, eyes open. My husband's eyes are brown, almost black. But the eyes of the man in the living room last night, his eyes were green. Sounds just like Decatur. Get everything you can out of it and call HQ. Peggy, I'm so sorry to cut you off there, but we need to go to commercial. I'd like you to stay on the line, though. My producer, Karen, needs a little more information. Okay? Okay. America Overnight, we'll be right back. Interesting, interesting. Zwei Dinge, die wir da... Zum einen die Frage natürlich, wie alt ist America Overnight? Da gab es ja auch die Diskussion in den Kommentaren, ob der Zahlen der Folgen, dass das ja eigentlich irgendwie nicht so wirklich zusammenpasst mit den Jahren. Und zum anderen, da sieht man, dass sie das wirklich genutzt haben, um Aves aufzuspüren. Oh, hallo. Oder wenigstens gewandelte Objekte aufzuspüren. Und vielleicht zu vertuschen. Aber das mit dem Vertuschen, das war doch mein Gedanke, dass man versucht hat, damit das zu vertuschen. Aber das wurde jetzt ja gerade aufgespürt. Was für ein... Warte mal, was für ein... Das ist natürlich jetzt das, was wir gerade bekommen haben, genau. Aber ich wollte mal ganz kurz gucken, ob wir irgendwie eine Aufzeichnung, eine Fallakte haben über dem, über das, was der gesagt hat, über den Ort. Aber nee, haben wir irgendwie nicht. Was mit D war es, aber das haben wir nicht. Egal, egal. Kommt vielleicht noch. Kommt bestimmt noch. Ich meine, das ist ja immerhin die Isolationsabteilung. Macht natürlich Sinn, dass sie hier auch Aufzeichnungen mit Prozedur und... vergessen, wie es hieß. Prozedur und irgendwas. Macht natürlich Sinn, dass ich hier dann aber auch die eine oder andere Informationen über die es aufspüren und einfangen solcher gewandelter Objekte haben. Warum ist das so hell? Seltsames Licht. Das hier ist doch bestimmt auch wieder ein Loch in der Wand. Hallihallo. Noch ein versteckter Ort. Ein Lagerraum haben wir gefunden. Jetzt glaube ich aber nichts mehr hier. Okay, das ist wirklich einfach nur ein Raum, aber das macht nichts. Haben wir immerhin irgendwas bekommen. Ich habe schon wieder vergessen, was das ist. Ich bin auch super ausgerüstet. Also wenn ich jetzt irgendwie eine Waffenmodifikation oder eine persönliche Modifikation verpasse, ist es jetzt vermutlich auch nicht, oh mein Gott, so schlimm, dass ich sage, oh mein Gott, ist das Spiel entscheidend. Einige der Modifikationen sind wirklich spielentscheidend. Also, zum Beispiel habe ich jetzt ja diese eine persönliche Modifikation, dass wenn ich mich, also dass ich mich heile, wenn ich Leute durch Schleudern treffe. Meine Hauptwaffe sozusagen. Whatever, das wird schon wissen, was es tut. Meine Hauptangriff und dass ich mich durch meinen Hauptangriff heile, das ist sehr, sehr gut. Life Leech sozusagen. Ups, ja. Nee, ich wollte da rein. Aber hier ist doch nichts. Alter, der Typ! Der Typ! Ich denke immer, das ist irgendwas. Aber ist das nur der Dude, der sich irgendwo hin teleportiert? Hallo. Okay. Das war alles. Das war der ganze Raum, wenn ich das richtig sehe. Na fast. Da ist noch einer, aber der ist... Der ist leer. Okay, und auch kein Bild an der Wand. Aber da oben sind noch irgendwie... Aber wir müssen ja auch irgendwo weiterkommen. Vermutlich ist es einfach... Dort oben der höchste Raum. Komm mit.
komm. Okay. Ah ja, ich muss. Ah ja. Ist ja hoch. Ich muss mich hier hocharbeiten. Wo geht's hier hin? Nirgends. Geht's hier noch höher? Nee, ne? Nee. Ist hier irgendwas? Auch nicht. In Ordnung. Alles angucken, alles angucken. Aber hier geht's jetzt weiter. Komm. Okay. Hier geht's. Klos. Hallo. Nichts Besonderes. In Klo Nummer 1 und in Klo Nummer 2, was Wet Floor hat. Mal aufpassen. Oh. Someone call a plumber. Ne, ich glaube, es hat jemand gehört. Interesting. Interesting. Okay. Nein! Verdammt. Ja. Oh. Guck mal. Computerprogramm. Sehr geehrtes Repräsentantenhaus, mein Ehemann Francis hat einen Artikel gelesen, bevor er starb. Da stand, dass das Universum nur ein Computerprogramm ist. Daran hatte er geglaubt. In meinen Ohren klang das erst komisch, aber jetzt glaube ich, dass er recht hat. Francis wurde vor ein paar Monaten von einem Auto angefahren, ein Betrunkener am Steuer. Ich denke nicht, das hätte so passieren sollen. Der Sohn meines Nachbarns, Jeremy, hatte eine Woche vor Francis' Tod mit seinem Football bei uns eine Scheibe eingeworfen. Francis hat Jeremy angeschrien. Er war ein bisschen ruppig. Das ist wichtig, denn ich sehe Jeremy durch das Wohnzimmerfenster ständig in seinem Computer sitzen. Er hängt immer davor. Seine Mutter sagt, er ist ein Computerfreak. Ich glaube, Jeremy steuert das Computerprogramm und er hat das Universum so programmiert, dass der Fahrer mit Francis kollidiert. Er hat es gemacht, um es Francis heimzuzahlen. Kann man das Computerprogramm wieder ändern, damit Francis zurückkommt? Ich habe ein bisschen Geld auf die Seite gelegt, falls das teuer ist. Ich verstehe von solchen Dingen nichts. Es ist mir egal, ob Jeremy deswegen Schwierigkeiten bekommt. Francis soll einfach nach Hause kommen. Francis und ich waren sehr glücklich. Ich spüre, dass er nicht mehr hier ist und das ist nicht richtig. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die arme Stephanie. Oh. Jetzt stellt sich mir allerdings eine wichtige Frage. Warum genau haben wir diesen Brief? Warum haben wir diesen Brief abgefangen? Was weiß... das Büro über das Computerprogramm. Ist das mal. Ist das. Ah ja, guck mal, das scheint hier das Ende des Weges zu sein. Ja, das ist das Ende des Weges. Gucken wir noch nach dort oben. Schauen, wie weit wir hochkommen. Ah ja, okay. Kann ich da oben drauf? Mal so aus Interesse. Ja! Au! Warum hat das so viel Schaden angerichtet? Okay, ich glaube, ich höre auf. Ich glaube, ich höre auf damit. Das finde ich trotzdem cool. Und da wird der... Reaktor gebaut, in dem, glaube ich, unser... Wo Karana... Ich glaube, Karana war es. Bis heute glaubt, dass der Direktor da drin sitzt. Oder Mengi, einer von euch beiden, glaubt ja, dass der Direktor da drin sitzt. Komm mit! Nächster Abschnitt! Hallo! Und jetzt müsste... Jetzt müssten da hinten drei Katzen sein. Gucken wir uns an, aber erstmal will ich den Weg abschließen und dann gucken wir uns das. Gucken wir, ob wir die genügend, ob wir nur zwei Katzen finden mussten oder ob es mehr als zwei Katzen sind. Ich könnte mir vorstellen, dass das mehr sind. Hallo? Hallihallo? Schönen guten Tag. Ich habe einen Termin.
ganz kurz hier. Kann man sich mal ein bisschen umschauen hier. So duster. Sieht man ja nichts. Kann ja sonst ein Bösewicht hinter der nächsten Ecke stehen und einfach warten. Ohne dass wir das groß mitbekommen. Ach, guck mal, da ist wieder ein Kontrollpunkt. Sehr schön. Hier sind wieder Klos. Komm mit. Komm mit, Lampe. Oh. Okay. Die kriege ich nicht auf. Schade. Ja, stimmt, wir müssten jetzt ja... Ach nee, warte mal, wir haben das Ritual ja immer noch nicht gefunden. Wo ist eigentlich mein Energieknoten? Komm mal her und nicht da hinten rum. Versteckst du dich dann immer? Komm, 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 komm. Piep, piep. Ist hier noch was? Ist eigentlich unser Freund. Unser Freund ist weg. Na gut, komm mit. Da ist auf jeden Fall wieder ein Kontrollpunkt. Wenn ich das richtig sehe. Mit. Ah ja. Können wir uns auch mal heilen. Und dann gucken wir mal hier rein. Wer sich hier in dem Schalter verbirgt. Oh. Dann nicht. Können wir hier schon durch? Ja, können wir. Das ist, glaube ich, einfach nur eine Abkürzung. Ich finde die Abkürzung nur ein bisschen komisch. Ach! Das ist keine Abkürzung, da geht es in den einen Raum, wo noch... mutiertes Bruchstück. Sehr schön. In diesen Sicherheitsraum. You're listening to America Overnight, a beacon in the darkest recesses of possibility for more than 29 years. We have another letter from a listener. This one's unsigned, but postmarked from Toledo. It says, Dear America Overnight, I have the most wonderful appliance for your listeners. It is a miracle of God. A fondue set. A fountain. A blessed gift. Blessed is spelled with a capital B. Go on, they write. Dive on in. It is molten hot. Perfect for meat. Uh-huh. No signature. As far as I know, no fondue set was sent to us here at the studio. Just this letter. Wait. I think there's something else in the envelope. Some kind of black powder with white shards in it. Bone, maybe? Karen? On the air, Karen, where are you? What's this powder in the booth? Is this ash? Oh God. Karen? How do I cut the commercial? Ach du Scheiße. Ach du Schande. Ich würde sagen... Können wir gut vorstellen, dass das die letzte Folge von America Overnight war. Bericht über Verschiebung Teil 2. Gips erstattet Bericht. Der Einsturz ist jetzt schon 8 Tage her und immer noch keine Spur von Rettungsmaßnahmen. Die Behörde ist sich der Situation entweder nicht bewusst oder kann es nicht helfen. Vielleicht ist es doch Absicht. Wir haben schon oft genug miterlebt, dass es der Behörde scheißegal ist, wenn ihre eigenen hart arbeitenden Mitarbeiter in diesem Haus verschwinden. Und jedes Mal haben wir nichts gesagt und nur gedacht, hat mich ja nicht erwischt. Das war schon zu oft der Fall. Ich muss ich leider zugeben. Egal, es gibt etwas zu berichten. Seltsame Kristalle sprießen jetzt aus den Wänden. Sie scheinen einige Korridore zu blockieren, während andere frei bleiben. Der Pfad zu den Höhlen ist immer noch offen. Aber wir sind uns nicht sicher, warum. Zum Glück halten die Kristalle den Astralstachel fern. Oh Gott.
Er sucht uns schon seit Tagen heim. John, Nicolay und Sarah sind los, um ein Funkgerät zu suchen, sind aber nicht zurückgekommen. Wir denken, dass der Stachel sie erwischt hat. Ich denke, er jagt uns. Dark sagt, die Stachel existieren nur in der Astralebene. Was zur Hölle macht das Ding denn hier? Wenn wir herauskommen, suche ich mir einen Anwalt. Diese Arbeitsbedingungen sind unter aller Sau. Ja, nein. Ich weiß nicht, was mich gerade mehr verwirrt, aber war das die letzte Folge von America Overnight? Wer weiß, wer weiß. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und da geht's gleich als nächstes hin, in der nächsten Folge. Tschüss, tschüss! Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke!